Hallo und willkommen zurück zu Library of Ruina. Ja, das Spiel wird quasi täglich gepatcht und es gab jetzt auch am Freitag wieder einen großen neuen Patch, wo sehr viel gemacht wurde. Und eine Sache, die gemacht wurde, war, sämtliche Story zurückzusetzen. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber das kann natürlich passieren in einem Early Access Game und das Spiel ist ja gerade mal erst so knapp halb fertig. Es soll 7 Kapitel geben und die haben jetzt mit dem letzten Patch die erste Szene vom 4. Kapitel eingefügt. Und man hat ja auch in unserem Spiel gesehen, dass noch einiges zu polieren ist, also vom Kampfsystem und so weiter. Und das machen die auch ständig, dass man besser sehen kann, welche Abnormality-Pages man hat, dass man jetzt sagen kann, wie man seinen Charakter ausrüstet und so. Da haben sie jetzt neue Knöpfe eingeführt. Jetzt haben sie mir zum Glück hier meine Charakterklassen gelassen, die ich hier hochgelevelt habe. Aber diese Charakterklassen soll man jetzt auch nicht mehr so einfach bekommen können. Ja, genau, wenn ich jetzt hier was ausrüste, Mang-Chi, kann ich hier sagen, equip. Dann können wir weiterspielen. Das heißt, wenn ich jetzt wieder loslege von vorne, werden mir die Kämpfe relativ leicht fallen, weil ich jetzt ja schon höherstufig bin. Trotzdem habe ich jetzt irgendwie gar keine Lust, die 7 Stunden, die wir bisher gemeinsam erlebt haben, nochmal nachzuspielen, auch wenn ich das dann vielleicht in 3 Stunden oder 4 schaffen würde. Denn wie geht es dann weiter? Ich kann jetzt nicht am Pfingstwochenende sagen, dann nehmen wir mal den Rest des Spiels auf, sondern ich kann immer nur so Stück für Stück ein bisschen aufnehmen, vielleicht 3 Folgen die Woche, vielleicht 4. Und dann kommt irgendwann der nächste Story-Vibe und dann geht das Spielchen wieder von vorne los. Das ist halt ja ein Problem. Und es wird ja auch noch ein bisschen dauern, bis das Spiel einfach ein bisschen fein poliert ist. Ich denke, für den ersten Eindruck hat das jetzt hier gereicht. Wir werden das jetzt beenden. Und wenn das Spiel dann rauskommt, dann kann es gut sein, wenn es dann so prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet, wenn dann nicht ein anderes Projekt gerade reizvoller ist. Dann kann es gut sein, dass ich mich dem Spiel wieder zuwende und dann sage, jetzt spielen wir das mal komplett durch oder eben auch nicht. Das Spiel selbst hat mir ganz gut gefallen. Ich mag ja immer originelle Ideen. Man merkt hier, es ist noch nicht alles rund. Aber es ist eine erfrischende neue Idee. Die Storyline als solche gefällt mir. Wenn es auch ein bisschen sehr brutal ist teilweise und mir die Welt nicht gefällt, mir gefallen aber die Charaktere. Also letztendlich die Gegner, die wir bekämpft haben, gefallen mir besser als unsere Protagonisten. Aber es hätte mich schon interessiert, wie geht das alles, wie endet das alles, wie geht das alles weiter. Das Gameplay selber, da freut mich erstmal, dass es nicht so eine Grinding-Hölle ist. Ich hatte es ja befürchtet, also dass es, ja, dass man jede Charakterklasse erstmal endlos leveln muss, bevor man dann die weiterspielen kann und erfolgreich sein kann und so weiter. Das ist nicht so. In den Kämpfen, die ich bisher bestritten habe, habe ich gemerkt, es kommt sehr stark darauf an, dass man die richtigen Skills einsetzt, dass man die gegnerische Mannschaft liest, dass man guckt, welche Karten setze ich am sinnvollsten ein? Ein bisschen kommt es noch darauf an, wie baue ich mein Deck, dass da vernünftige Karten drin sind. Aber ich musste jetzt keinen Charakter erstmal hochleveln. Das passiert einfach so automatisch nebenbei. Vielleicht muss man für jeden Storykampf, den man macht, später vielleicht noch einen anderen Kampf machen, um auch mal verschiedene Charakterklassen auszuprobieren oder so, ob das irgendwie einen Unterschied macht. Aber damit das Spiel richtig toll ist, fehlt mir momentan noch die Übersicht. Ich habe gar kein Gespür dafür, welche Abnormalitäten jetzt zum Beispiel gerade aktiv sind. Das muss ich mir alles merken, wenn ich sie auswähle. Ich weiß gar nicht, welche Abnormalitäten ich im Deck habe. Ich glaube, mittlerweile kann man sich das auch angucken durch ein Patch. Und die ganzen Charaktere sind mir sehr beliebig, also die ganzen Nebencharaktere haben mir gar nicht gefallen. Also die Bibliothekare haben mir gut gefallen, sowohl von ihrem Erscheinungsbild als auch ja, von ihrer Story her. Also es könnte interessant werden. Aber ja, wir haben, wenn
wenn wir uns das hier nochmal angucken, in dieser, wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Nee. Invitation. Ja, fast. Recall Story, also das ist auch ein neuer Knopf, dass man, wenn man jetzt hier bei der Einladung ist, sich nochmal die Story angucken kann. Das will ich jetzt aber gerade auf gar keinen Fall. Library, da. So, wir haben ja hier jetzt die Ebene Keter und es deutet sich ja an, dass es insgesamt 11 Ebenen geben wird, wo wir dann jeweils 5 Charaktere steuern können. Und das macht insgesamt 55 Charaktere, die kann kein Mensch verwalten, da kann niemand sich noch genau erinnern, wie ist jetzt die Hintergrundstory von Charakter Nummer 53. Da ist es schon sinnvoll, dass man so generische Charaktere denn da einfügt und dass man sich halt mit der Charakterentwicklung halt auf den Hauptcharakter konzentriert und die anderen sind halt so ein bisschen Kanonenfutter. Die muss man jetzt nicht micromanagen, kann man halt so ein bisschen den paar Karten geben und dann passt der Kampf schon. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich behalte das Projekt im Blick und wir werden dann jetzt erstmal uns anderen Sachen zuwenden. Also, dann habt ihr hoffentlich genug Spaß wieder an meinen anderen Projekten und wir sehen uns demnächst. Also bis dann. Tschüss.